herzlich willkommen zurück zu Metroid. Super Metroid. Und wir haben im letzten Part ein paar Secrets eingesammelt, hier in diesem Bereich, unserem neuen Gebiet, das mich an ein Wasserlevel erinnert. Wie heißt das Gebiet eigentlich? Maridia, okay. Interessanter Name. Jedenfalls habe ich den Standpunkt eines weiteren Energy Tanks lokalisieren können. Und du weißt allgemein, dass wir oben auch weiter müssen. Und ich muss sagen, dieser Energy Tank Standpunkt war wieder mal sehr, sehr gut versteckt. Kaum sichtbar. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wir müssen erstmal hinkommen. Ja. So ganz bestimmt nicht, indem wir uns ganz nach unten fallen lassen. Nee. Jumpen wir erstmal gekonnt nach oben. Zur obersten Tür. Ich denke, ich wüsste, wie man an diesen Missile-Tank rankommt, aber es wäre jetzt sehr knifflig. Man müsste unten von einem ganz bestimmten Punkt aus mit einem Speedjump sich ganz nach oben katapultieren lassen. Von einer ganz bestimmten Stelle aus. Und das ist komplex. Da dieser Speedjump auch noch eine Weile nachlässt. Mal sehen, wo haben wir an die Stelle mit dem E-Tank. Alles hier im nächsten Raum? Ja, hier war es. Und zwar ganz tricky versteckt in einer dieser Löcher einer unsichtbaren Wand. Und zwar hier. Wer soll darauf kommen? Ach Gott. Entschuldigt kurz, Leute. Und da bin ich auch schon wieder. So, holen wir uns den E-Tank. Erstmal haben wir hier unten, glaube ich, eine Schildkröte oder so. Die man befreien musste. Ja, dann geht das Vieh nämlich so nach oben und wir haben schon wieder diese komischen Mario-Gegner. Da war der E-Tank. Den holen wir uns jetzt. Oh, Mist. Komm schon. Den kriegen wir. Na komm. Komm schon. Nein. Mist. Komm schon, ich will diesen E-Tank. Boah, der ist gar nicht so leicht zu erreichen, muss ich sagen.
Da brauchst du schon echt Fingerspitzengefühl, um daran zu kommen. Aber wir gehen nicht auf. Nein, oh Mann. Mist. Okay, jetzt lass ich nicht mehr los. Bis ich das Ding habe. Komm schon. Nein, ach Mann. Shit. Na, geht doch. So, super. Das wäre erledigt. Jetzt können wir im Level normal weitergehen. Das suche ich mal die kaputt. Diese orange. Dieser lilanen. Oder pinken Space Pirates. Ich kann eigentlich gar nicht gehen. Ich kann auch hier drüben die Tür nehmen. Bleib mir gerade ein. Ist doch viel einfacher. Klasse, wir haben schon eine ganze Menge E-Tanks gefunden. Ist das nicht toll, Leute? Schon. Jetzt müssen wir darüber. Oh, ich hasse das. Mann. Mist. Komm schon. Wieso hast du jetzt losgelassen? Ich habe nichts von loslassen gesagt. Verdammt, jetzt bin ich aufgekommen. Das meine ich, wenn ich manchmal versehentlich auf den Load-State-Knopf komme. Mist. Blöder Mist. Doch. Ich mach das kurz ausgelötet, das dauert sonst wieder viel zu lange. So, sorry Leute, aber ja, ich habe ein bisschen Problem mit dieser Sprungpassage in dieser Ecke. Und jetzt muss man, glaube ich, hier irgendwie runter. Genau hier. Hat schon eine Krabbe gesehen, dass man hier lang muss. Und wir kommen gleich in einen weiteren Raum, in dem es viele Geheimnisse zu finden gibt. Ein neues Areal. Das sieht aus wie irgendwie so eine Kanalisation oder so. Das Ganze. Interessant.
denn jetzt lang? Hier muss irgendwo so eine Stelle sein. Ach dann, darauf kann noch keiner kommen. Ich sag's ja, das Game ist tricky. Das Game ist richtig tricky an manchen Stellen. Hier ist eine Safe-Station. Nutzen wir gleich mal aus. Um hier zu speichern. Zurück müssen wir erstmal nicht. Mist, wie war das jetzt mal? Erstmal dich ganz weg. Und hier auf. Metroids, okay, wollen wir noch nicht hin. Aber gleich. Weil hier gab es noch Secrets zu finden. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt. Ach so, kann man auch so. Ach, der Walljump mal wieder. Aber mittlerweile geht's, finde ich. Da oben ist was. Was haben wir hier? Sand. Und ein Punkt zum Farmen. Hier ist doch bestimmt noch mehr. Gut, ich sehe bloß erstmal nichts weiter. Okay, ich glaube in diesem Raum ist doch weiter nichts erstmal. Das ist nur so ein Ort zum Energiefarmen. Okay. Das hat mich jetzt getroffen. Ach, du warst das. Speedkapseln. Speedblöcke. Nein, ich will ausfinden, was ist. Mach. Ich hasse immer den Speedjump. Hab
Ich nehme mal die Seite. Die ist mir gerade ein bisschen angenehmer als die andere. Oh Mann. Komm schon. Saves nicht. Config, Speed. Ich hasse diesen Speed, diesen Walljump. Ich gehe jetzt einfach weiter, ist mir egal. Hallo Metroids. Lange nicht gesehen. Aber doch wieder erkannt. Da muss ich hin zu der Tür. Da will ich hin zu dieser Tür. Wie komme ich da hin? Jetzt verstehe ich. Ganz einfach so. Ach, das war so ein Miniboss. Gut, wie gingst du nochmal? Ach, mit Powerbomben. Dein Schwachpunkt. Ach, dein Kopf ist dein Schwachpunkt. Oh, Scheiße. Okay, Treffer. Und der wird auch immer schneller mittlerweile. Ich glaube, diese Melodie steht langsam für die ganzen Minibosse hier. Die es gibt. Aber die Schlange ist eine coole Idee. Was macht er jetzt? Hat er sein Konzept verändert? Ja, scheint er. Komm, noch ein Treffer. Und der ist down. Komm schon. Treffer. Yes! Und der lässt ganz viel Energy da. So Leute, ich werde hier einen reinsetzen. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir uns weiter auf in Richtung Boss. Das war's von uns über Metroid. Ich werde noch ein bisschen nach Items suchen da unten und wenn ich was finde, dann werde ich es einscrollen. Einblenden.
Gut, Tschüssikowski, Leute. Thank you.